runter von meinem Rasen. Ich kämpf jeden Tag gegen mein ätzendes Suchtgedächtnis. 5 Jahre trage ich jetzt die Therapie in mir, doch bin immer noch nicht 100% rehabilitiert. Ganz egal, denn es geht eh weiter, auch ohne Plan und ohne Wegweiser. Manchmal spür ich Frieden, manchmal geht es wie im Krieg zu. Schau mir in die Augen, was siehst du? Siehst du den Jiggy, der mit Hip-Hop jetzt Karriere macht, oder den Jay, der immer noch keinen Sinn in seinem Leben hat? Sprich zu mir! Ihr wollt es, ihr kriegt es, oder? Ihr wollt es, ihr kriegt es. Ich hab's schon gesehen, sage ich euch direkt. Aber wir ziehen so trotzdem. Der Zwischenfall mit dem Strolch, ne? Runter von meinem Rasen! Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Das Geile daran ist, dass Kollega genau den Text, also genau den Flow von Alpha Gene, den er früher auf seinem Alpha Gene Album gerappt hat, hier, genau so rappt, nur die Lyrics umändert. Und das ist auch schon, das fand ich schon ziemlich krass. Wir hören jetzt einfach mal rein. Kann er rappt doch gar nicht mehr wie 2007. Da hatten wir, haben wir auch ein... Also, ich will nicht sagen viel, aber wir haben so 1-2 Leute auf Instagram geschrieben, von wegen, dass Kollege auch bei seinem Statement auf Instagram, das glaube ich jetzt natürlich nicht, ne, aber dass er mich damit meint, auf keinen Fall so, ne. Aber er scheint schon da Wind von bekommen zu haben, dass viele sagen, hey, Kolle, du rappst ja gar nicht mehr wie 2007. Und ich gehöre definitiv dazu. So Real Talk, muss ich einfach sagen. So, ich bin auch einer, der sagt, ey, rapp doch bitte wie früher, so. Kolle, du rappst doch gar nicht mehr wie 2007. Jojo, mach mal einer ein Beat an. Jetzt beben die Wände, denn die lebende Legende taucht auf aus Nebelbänken in verregneten Gelände. Die Show beginnt, es ist der entzückende Boss, halber Kanadier, wie Wayne Gretzky von Hüfte bis Kopf. Und ich trag Kleidung von Armani und box dich weg, denn du bist ein halbes Hemd, so wie die Kleidung von St. Martin. Und deine Kumpels rufen pausenlos aufhören, doch ein Blick reicht und sie halten die Schnauze wie Maulkörbe. Es ist der Businessmann. Ihr wollt mich boxen, aber kommt mit voll den soften, goldgelockten Hippies an. Man kann euch oft auf Flohmärkten sehen, wenn ihr nicht gerade in Obstgärten Obst ernten geht, Kid. Es ist so geil, wie er jetzt genau diesen Flow kickt. Und ich finde, seine Stimmlage kommt auch erschreckend nah an das Original. Yeah, ey. Damals Coke-Hustle, ich wollte es hochschaffen wie ein Mondschattel. Ey. Der Zuhälter schlug, werde wie ein Bootspaddel, Baby. Nee, ich wollte hochschaffen wie ein Mondschattel. Der Zuhälter schlug, Welle wie ein Bootspaddel. Bootspaddel, bin mega nice. Ich wollte es hochschaffen wie ein Mondschattel. Der Zuhälter schlug, Welle wie ein Bootspaddel, Babyface wie David Spade, stolz geschwellte Brust. Und jeder Volldepp in der Hut hat auf die Goldkette geguckt. Stolz geschwellte Brust, jeder Volldepp in der Hut hat auf die Goldkette geguckt. Das ist so wirklich, ich feier das jetzt schon mehr. Ey, ich weiß gar nicht böse. Kolle, ja, Kolle, wenn du das siehst, ich gehe jetzt mal davon ab. Also, du hast mir ja gesagt, du feierst meine Reactions. Und das ist für mich die größte Ehre, die ich seit langem erwiesen bekommen habe. Das ist für mich so eine riesen Ehre. Kollege hat mir geschrieben, dass er meine Reactions feiert. Er hat sogar geschrieben, wir, also vielleicht er und sein Team. Ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, ja. Hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm ja schon des Öfteren so an den Karren pisse, ne? Weil ich ja schon so, ich komme ja schon so ein bisschen in so dieses Hater-Ding rein, ne? Aber ich sag Real Talk, ne? Wenn ich das jetzt schon höre, das ist für mich so geil, Alter. Das ist einfach, das ist für mich der Überboss. Kind, goldgeschwellte Brust, jeder Volldepp in der Hut hat auf die Goldkette geguckt. Kind, es ist der entzückende Boss. Halber Kanadier. Halb Automatik an aus Pelzmänteln. Zückende Boss. Eindrucksvoll wie ein Meteoriteneinschlag. Wenn du den Star sehen willst, dann geht's um Zoomen wie beim Teleskop. Linsen Einsatz. Ihr macht. Was sagt er da? Dann geht's um Zoomen. Dann geht's um Zoomen. Wenn du den. Dann geht's um Zoomen. Zückende Boss. Halb Automatik an aus Pelzmänteln. Zückende Boss. Eindrucksvoll wie ein Meteoriteneinschlag. Danke. Den Einschlag, wenn du den Star sehen willst, dann geht's um Zoomen wie beim Teleskop Linsen Einsatz. Ihr macht Bild. Dann geht's um Zoomen. Ach, jetzt, ja, okay, verstanden. Hätten wir auch selber drauf kommen können, gell? Den Einschlag, wenn du den Star sehen willst, dann geht's um Zoomen wie beim Teleskop Linsen Einsatz. Ihr macht Bild Groupie Action, doch bei deiner Bande kann man nur von Milchbubis sprechen wie beim Stillmulti-Treffen. Hey, das ist so gut. Ey, ihr macht auf Zuhälter, rappt auf. Doch man sieht bei eurer Crew-Member-Session nur Milchbubis, wie beim Kuhmelker-Treffen. So ist der Originaltext und jetzt auch geil. Wie beim Stillmutti-Treffen. Man kann bei euch von
man kann bei euch bei, von Milchbubis sprechen, als wäre das hier ein Stillmutti-Treffen. Ey, es ist einfach geil, Digga, ohne Spaß. Wie Action, doch bei deiner Bande kann man nur von Milchbubis sprechen, wie beim Stillmutti-Treffen. Besser chill, du willst stressen, aber lass es jetzt. Oh mein Gott, da ist Santiago, ja! Ihr wartet drauf, bis ich reagiere. Oh mein Gott, das ist Santiago, oh mein Gott, Digga. Sponge to the motherfucking boss, oh mein Gott. Fast hätte ich ihn nicht gesehen, Digga. Can't believe it. Oder ich mach sprechen wie beim Stillmutti. Jetzt habt ihr eure Reaction darauf. Alter. Treffen besser chill, du willst stressen, aber lass es jetzt. Oder ich mach deine Mutter sattelfest, als wenn sie ein Rasse hängt. Ich doch. Oder ich leg deiner Frau den Sattel auf, als wäre sie ein Ackergaul. Ich mach deiner Mutter sattelfest, als wäre sie ein Rassehengst. Im Gelände auf, bedrohlich wie im Geisterfilm. Und Hoes sehen mich nur eingebildet, als wohnte ich in Silent Hill. Das Land der... Die Hoes sehen mich nur eingebildet, als wohnte ich in Silent Hill. Ich tauch bedrohlich im Gelände auf und Hoes kriege eine Gänsehaut, als wohnten sie in Entenhausen. Zu geil einfach, ohne Spaß. Bedrohlich wie im Geisterfilm und Hoes sehen mich nur eingebildet, als wohnte ich in Silent Hill. Das Land erwartet Alphagene 2 und Junkies bleiben auf der Scheibe hängen wie Salami-Pizza-Käse. Das ist so nice, Digga. Und sehen mich deine Kumpels im Café, frage die Jungs nach Es, während sie mich mit Tunnelblick ansehen und mit Hundeblick anflehen. Ey, diese Junkies sind auf Pilzen hängen geblieben, so wie Fungi-Pizza-Käse. Und das ist so nice, wie er das alles, seine so Zeilen von sich selber in den Flow vom Frühjahr packt und es wieder so bringt. Und die Stimmlage kommt erschreckend nah dran so. Alphagene 2 und Junkies bleiben auf der Scheibe hängen wie Salami-Pizza-Käse. Ey, ich komm aus Kanada, doch die Kids sagen, alter Schwede, denn es ist Kollege, der Besitzer der Alphagene und dass sie ruhig alle haten. Ich halt dagegen, prassel herab auf die Szene wie ein kalter Regen. Ey, ich komm aus... Oh, nochmal. Die Hook ist auch geil. Ah, da ist wieder der Kollege. Ey, Kollege, bist du's? Halt dagegen, prassel herab auf die Szene wie ein kalter Regen. Ich wusste, es gibt jetzt bestimmt Leute, die sich abfacken, dass ich hier die ganze Zeit das alte Original-Alphagene mitrappe, ne? Aber jetzt sehe ich hier, fragt auch jemand wieder, wie heißt das Original? Das Original heißt Alphagene. Zieh dir das rein, Digga, das ist einer der krassesten Tracks und zieh dir am besten noch meine Reaction dazu rein, die ich letztens gemacht habe. Irgendwann, als ich noch Road to Alphagene 2 gemacht habe. Damals, vor Jahren. Kalter Regen, Boss. Geil, Alter. Ey, eine Frage, Boss. Was ist mit den Boxen? Können wir da noch was kriegen, so? Kitty Box ist limitiert. Nice, einfach diese alte. Das hat für mich wieder diesen Kollega-Flavor und das feiere ich komplett ab, Alter. Ohne Spaß, ich liebe das einfach. Das hat sich so eingebrannt in mich irgendwie. Eine Frage, Boss. Was ist mit den Boxen? Können wir da noch was kriegen, so? Kitty Box ist limitiert, besorg sie gleich. Denn sonst ist bald Boxenstopp wie in der Formel 1. Okay, nice, ja. Sonst ist bald Boxenstopp. Wie in der Formel 1. Ja, gut, das ist okay. Hier, besorg. Es ist okay, so als würde ich es abnicken, gell? Als würde ich das so genehmigen müssen. Ja, ist okay. Darfst du kicken. Alter. Sie gleich, denn sonst ist bald Boxenstopp wie in der Formel 1. Und dann schaust du mich wieder an mit todkrankem Blick und so einem langen Gesicht wie mein Dobermann-Bitch. Auch nice. Was geht ab, liebe Freunde? Kollege, der Boss hat eine Ankündigung zu machen. Und Alter, hat sich der Boss wieder breitschlagen lassen, so wie Teigwarenmasse. Und so breit, da passt nicht mal in die Kleinwagengasse. Kid, ey, der absolute Überboss. Ey, nice, Digga. Also, das fand ich geil. Hätte er gerne einen ganzen Track mitmachen können. Vielleicht ist es ja sogar ein Track auf dem Album, so ein Bonus-Track oder so. Fände ich absolut nice. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Oi. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausend Füße. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotz den Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Hey, guck mal, jetzt nochmal eine Ansage an diese ganzen YouTuber, ja, die irgendeine Scheiße am Ende ihres Videos einblenden. Nur damit sie ja über 10 Minuten kommen, ja. Damit sie ihr Video monetarisieren können und so ein Scheiß. Freunde, das geht nicht. Ja, das ist irgendwie nicht cool von euch so. Lasst das bitte. Ansonsten fangt ihr wirklich einen Diss-Track von mir mit 480 Bars. Ich hab langsam die Schnauze voll. Ja, davon.
Bitte, 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 hört auf. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair.